Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man. Mitten im Winter treiben hier Elefanten durchs Wasser. Sind aber auch mutig hier durchzugehen. Aber der Rüssel ist immer schön draußen, damit sie Luft kriegen. Ja, moin. Sehr gut. Was bitte? Ja. So. Wir sind im Lager. Fehlt hier Brennholz? Ah, da kommt schon der nächste Balken. Komplett so ein Balken ins Feuer geschoben. Sehr schön. So, das Essen scheint auch zu reichen bisher. Ein bisschen schwierig so im Winter. Aber wir haben jetzt 8 Fleisch, 8 Fisch. Vielleicht langt es ja. Oh. Kommen wir hier. Oh ne, da kommt Mutti. Ich wollte jetzt gerade schon angreifen. Aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, dass die uns dann hier die Leute zertrampeln. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass hier im hinteren Bereich überhaupt gar keine Tiere spawnen. Also hier sind ja Ressourcen ohne Ende, aber irgendwie Tiere kaum. Das ist vielleicht der Rand der Karte? Wo ist denn überhaupt der Rand der Karte? Können wir hier... Wie weit geht denn das? Ich fahre mal ganz kurz bis zum Ende. Ich will mir das kurz mal angucken. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Ich glaube, hier kam noch so eine künstliche Grenze, oder? Ja, hier ist ja auch eine Grenze. Hier kann ich zum Beispiel nicht weiter. Naja, gut. Also es gibt so eine unsichtbare Mauer. Ja, ich kann leider nichts machen. Wir können noch ein bisschen Holz fällen. Platz hätten wir, ne? Das eben. Oh. Slaughter. Nein, nicht wegessen. Nein. Können wir denn die... Oh, oh, oh. Wahrscheinlich eher nicht. So ein Wolf hier. Probier es mal. Mal gucken, was passiert. Oh, das hat aber gerade so überlebt. Oh, das ist eine knappe Kiste. Der war ja schon. Oh Gott. Darf ich ihn nochmal an? Nee. Boah, war das eine knappe Kiste. Wo ist denn der Typ hin, der jetzt so verletzt war? Hä? Da war doch einer, der war doch fast tot und... Hm. Die heilende Kraft des Blutes des Wolfes oder was war da los? Bin ich gerade ein bisschen irritiert. Hm. Na gut. Akzeptieren wir so. Oh, hier wird gejagt. Und du bist... Du bist rot. Ist da irgendwo Freunde? Du bist nämlich halb tot. Wir probieren das. Komm. Ja, mal gucken, ob es langt. Jo, locker. Können wir das Ding nämlich batschern und der wird automatisch. Sehr gut. Schlachten. Sehr schön. Da vorne streift noch jemand rum. Ist doch jemand im Wald irgendwo. Adult Female, das lassen wir lieber mal. So, 15 Punkte. Hey! Ein neues Zeitalter. Sehr schön. Jetzt kommt wieder der Blizzard. Ja, jetzt werden sie wahrscheinlich gleich wieder in ihren Hütten verschwinden. Oder? Haben wir die Klamotten diesmal besser genäht und sie bleiben draußen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also Essen haben wir auf jeden Fall genügend. Den Winter sollte man locker überleben. Das ist schon mal sehr positiv.
Pottery unlocked. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das heißt, wir können jetzt auch sagen, sammeln. Sammeln Wasser. Und wir können auch Matsche sammeln. Also diesen Lehm, um die anderen Hütten zu machen. So. So, langt einer bis zu 20 Wasser. Ja, das passt schon. Das ist in Ordnung. Lass mal einfach mal so laufen. Wahrscheinlich verschwinden jetzt sowieso in den Hütten wegen der Kälte. Ja, jetzt gehen hier langsam die Temperaturen runter. Gut, wenn ich ins Wasser knieße bei den Temperaturen. Oh Gott, Kind. Geh schnell rein. Sehr schön. Und der Hund wacht vor dem Zelt. Ah, Sturm auch gleich zu Ende. Sehr schön. Ne, Pötte können wir nicht herstellen. Die Flintspeere herzustellen macht keinen Sinn, weil sie genauso gut sind wie die Bone Spears. Ja, sieht man ja hier. 2-2, 2-2. Können wir uns das ersparen. Ach, hier wird nicht dauerhaft abgebaut. Warte mal. Das werde ich mal einrichten. Dann funktioniert das doch nicht so. Obtain Flint. Genau. Das können wir aber hier ein bisschen kleiner machen. So. Und bis zu 20 Flint. Oh, jo. Und zu zweit. Komm. Hier ein bisschen Flint. Können wir ein paar Werkzeuge erstellen, die wir wieder verkaufen können. So, wir haben den Winter überlebt. Der Frühling ist da. Sehr schön. Es wird wieder grün. Ach ja. Das ist doch was Feines. So, Essen haben wir. Wir sammeln Wasser. Wir können aber auch noch Lehm uns holen. Ist das Upgrade der Hütten jetzt schon möglich? Ne, da müssen wir Thatching erstmal haben. War das hier schon? Das war hier erst. Das war erst im nächsten Zeitalter. Ja gut, also ich würde sagen, als nächstes gehen wir hier auf jeden Fall auf Transportschlitten. Das war was Wichtiges. Also die nächsten 7 Punkte sind da für den Schlitten notwendig. Ah, guck mal, die Büffel werden jetzt schon orange. Da waren die vorher auch orange. Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Ah, dich können wir mal jagen. Ah, die können wir sogar capturen. Ach, wir können auch die Wölfe domestizieren? Oder sind die Hunde, die wir angeblichen Hundewölfe? Nee. Fuck. Das probiere ich doch mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bleib ruhig. Ruhig, junger Mann. Guck mal hier, die Ohren zurück. Ganz vorsichtig. Das ist ja krass. Na komm. Na kleiner, komm. Bleib ruhig. Wir tun dir nichts. Du kannst in unserer Gemeinschaft leben. Und jetzt? Gehört er uns? Wo ist er hin? Hä? Da wird der Wolf zum Hund? Ja gut, ich glaube, evolutionstechnisch ist das auch so passiert, aber echt? Was? Ein Megalocerius. Aha, bist du gefährlich? Nee, null. Aber du hast ab ins Hinterland, das ist gar nicht gut. Ist ja krass. Weißt du, eben noch ein Wolf, jetzt so, bleib ruhig, bleib ruhig. Du bist ein Krapfen. Nein, du bist ein Hund. Oh. 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 Nice. Jagen. Da hinten läuft Futter rum, Leute. Mal gucken. Ein paar werden wir kriegen. So, Flint sollte jetzt regelmäßig reinkommen.
Krass. Wolf gezähmt und direkt zum Hund geworden. Naja. Und das hier eigentlich? Stone. Was haben wir eigentlich an Steinen? Haben wir gar nichts, oder? Sammeln wir mal auf. Das ist auch ein Stein verkommen. Oh! Moment. Moment. Nein. Nein. Ach, kann ich nicht. Weil wir noch keine Horse-Domestizierung haben. Okay. So, mal gucken. Eure Gelegenheit. Oh, da kommt der Bär. Na, das gibt jetzt, das wird noch spannend. Und? So, 12 Leute sind wir. Da hinten hat es einen erwischt. 5 Punkte, wir brauchen noch 2. Achso, Moment. Sommer, das heißt, wir können sammeln. Aber das müsste ich jetzt auch mal einrichten, das mache ich jetzt mal. Bären sammeln, wo ist es denn? Stückchen sammeln, Hunten, Fisch. Da, Wild Plants. So. Okay. Unendlich. So, jetzt sollten die auf jeden Fall nicht untätig hier im Lager rumstehen. Und die hier sollten wir auch pflücken. So, 12 von 15. Also wir haben noch ein Zelt, müsste noch leer sein. Wild Horse escaped. Da werden Bären gesammelt, sehr gut. Hier oben. Bären. Ja, mit denen lege ich mich noch nicht an. Was? Tot? Ah, die Wölfe haben die gejagt. Okay, der Bär haut auf jeden Fall rein. Das ist ja krass. Ich habe Viecher getötet. Heftig. Wir haben erstmal beide Wölfe. Haben die kurz angekratzt? Gab es eins aufs Maul vom Bären. Hatte die Wölfe da weggeklatscht. So. Noch 2 Punkte. Dann, ne? Dann haben wir Schlitten. Können wir Schlitten fahren. Da wird gebetet. Haben wir denn eigentlich, haben wir jetzt den Stufenaufstieg? Ne, haben wir noch nicht, ne? Thatching fehlt. Ah, das habe ich schon mal gefragt. Naja, was können wir denn bauen? Nix. Storage, nix. Produktion, nüscht. Glauben, auch nüscht. Okay, wir können nichts Neues bauen. Hm, schade. Oh, Tannen haben wir viel. Sehr gut. Da können wir viele heute mit gerben. Dry Skin haben wir 30, haben wir auf jeden Fall genügend. Hm. Und nu? Oh. Ja, ist ja gut. Es tut mir jetzt sehr leid, aber ich muss leider jetzt mal jemanden zu dir hinschicken, weil du bist verletzt und das können wir nicht zulassen in dieser Welt. Aber irgendwie hast du, glaube ich, Glück, weil die sind alle beschäftigt. Flüchte. Geh weg. Flüchte, Manni. Mini-Manni, flüchte. Ah, okay. Mit der Flucht wird ein bisschen schwierig. Naja, ich habe dir die Chance gelassen. Was ist denn hier los? Was mit dem Esel ab? Ich
Cave Bear Attack. Wo? Oh, das gibt eine knappe Kiste, aber es langt. Alter Vater. Leute. Mit so einem fetten Schnitzel in der Hand würde ich jetzt nicht an dem Berglöwen vorbeilaufen. Gewisses Risiko hier. Haben sie aber geschafft zu dritt. Gucke an. Ich meine hier, wie heißt er? Er hat sich dem Löwen, dem Bären, Emsa, Old Woman. Guck mal, die alte Frau hat ihn hier knapp überlebt. So, wir haben Punkte. Und wir können Schlitten fahren. Das ist sehr gut. Das ist mehr als gut. Transport, Schlitten. Machen wir direkt mal 3. Was brauchen die dafür? Ja, müsste hinhauen. Ja, ja, locker. Sehr schön. Das wird auf jeden Fall Zeiten einsparen, wenn sie gerade Fleisch reinholen und so weiter. Wenn sie mal so einen Büffel hier erlegt haben. Wasser wird jetzt auch eingelagert, gell? Ja, wir haben 20 Wasser. Trader has arrived. Nice. Oh, hi. Schade. Nee, kann ich mir nicht leisten. Ich nehme von dir ein Leder. Das kostet 8, das ist okay. Du kriegst mich von mir Holz. So. Mit dir will ich eh nicht handeln. Deine Preise sind etwas zu hoch. So, wir sind im Herbst. No storage slot left. Ja. That's right. Dann würde ich sagen, bauen wir noch ein Storage-Gedöns hier hin. So. Ah, die Schlitten brauchen lang, ne? Oder? Ne, haben sie auch ein bisschen beschleunigt. Oh, endlich. Jetzt geht's los hier. Schlittenzeit. Wolf Attack? Wo? Da. Gut, mit dem Dorf uns anzugreifen, ist natürlich jetzt auch nicht die smarteste Idee gewesen. Ich glaube, ich baue noch 2. Das lohnt sich. Oh nein! Aua, aua, aua. Kann da mal jemand Pflaster draufkleben auf den Hund? Das tut mir leid. Oh, die Berglöwen zieht er sich zum Sterben in die Berge zurück. Oh nein, Hundi. Moment, bist du ein Wolf? Ach, du bist ein Wolf, der nicht uns gehört. Okay, ich hab kein Mitleid. Manni? Manni? Wie weit ist jetzt Manni runter? Schaffen wir das? Probier das mal. Manni ist ganz schön angekratzt. Er würde uns aber gut Fleisch bringen, deswegen kann ich das nicht vorbeiziehen lassen, die Chance. Sehr schön. Nice. Geil, 14 Fleisch, 9 Leder. Nein! Nein! Oh Gott! Wo? Okay. Leider konnte ich da nichts ausrichten. Hä? Wo ist denn... Hier, die Schlitten voller... Geil. Die Schlitten voller Essen. Voller Fleisch.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, oder? Schönes Steak auf dem Grill hier drauf, auf dem Schlitten drauf. Cool. Na, nicht daran. Meins. Ah, das zweite Zelt ist fertig, sehr schön. Da können sie da noch ein bisschen einlagern. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also diese Schlitten, das ist ja... Wenn du überlegst, dass hier drei Fleisch auf einmal transportieren. Und sonst laufen sie da einsam rum, einzeln rum. Einsam. Was, Cave Lion Attack? Ist schon erledigt anscheinend. Sehr gut. Na gut. Da sind wir am Ende einer Folge. Und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Noch zwei Punkte, dann können wir das nächste Wissen erlernen. Und ich denke mal, dass wir dann Richtung Pfeil und Bogen gehen. Allein nur für die Fernkampffähigkeit. Und vielleicht auch das Stein-Polishing. Dann haben wir nämlich die Sichel. Nee, Moment. Na. Wir gehen auf Grain Processing. Wegen Essen etc. So tun wir das. Der Winter steht vor der Tür. Ich mache an dieser Stelle eine Pause. Denn wir sehen uns zur nächsten Folge erst wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.